Biathlon-WM, dritte Entscheidung und den Athletinnen wird hier nichts erspart bleiben. Wir haben ja schon vieles erlebt in dieser Saison. Wetterbedingt, es ist eine Outdoor-Sportart, aber was hier gerade passiert, ist nicht nur ungemütlich, sondern das ist richtig schwierig von den Voraussetzungen her. Kaiser Mäckereinen, die umjubelte hier, die gefeiert wird schon vor dem Start und alle wollen natürlich, dass sie hier eine Medaille holt für Finnland vor heimischem Publikum. Nicht nur hier, auch in der Stadt, überall gibt es diese transparente Kaiser, Kaiser, du musst das richten. Entsprechend natürlich bei dieser Frauenentscheidung heute eine gute Kulisse, gute Stimmung. Schon am Nachmittag beim Herrenrennen und die große Gegenspielerin, das ist natürlich Daja Domracheva. Von den letzten 9 Rennen hat die Weißrussin 6 gewonnen, ist in überragender Form, hat Kaiser Mäckereinen das gelbe Trikot entrissen, trägt zudem das in der Sprintwertung, das rote Trikot für den Sprint. Also das sind die zwei, auf die alle schauen werden heute und die sicher einen Einfluss haben werden auf das Ergebnis dieses Rennens. Aber wir haben es bei den Männern ja auch schon gesehen, so wie die Bedingungen sind, kann es auch schnell einmal einen Favoritensturz geben. Und wir schauen natürlich auch auf die deutschen Athletinnen, allen voran Laura Dahlmeier, die so erfolgreich ist in ihrem jungen Alter von 21 Jahren. Und jetzt geht's zunächst einmal los mit Karin Oberhofer aus Feldturns für Italien, die erste von 106 Athletinnen, die hier auf die Strecke gehen, 7,5 Kilometer lang. Und wer sich hier wirklich heute viel Gedanken machen musste und viel arbeiten musste, das waren mit Sicherheit bei diesen wechselnden Bedingungen die Techniker. Die Strecke wurde noch von den Verantwortlichen vor dem Männerrennen präpariert mit Salz. Jetzt kommt dieser Neuschnee drauf, da kann man nicht mehr salzen, da wird alles tief. Das macht es noch langsamer. Jetzt hat man versucht, den Schnee rauszuschieben, der hier so gefallen ist. Das gelingt natürlich nur bedingt, denn permanent, hier sehen wir es sehr schön, das Rausschieben des Schnees. Es kommt permanent neuer Schnee hinzu. Die Techniker sind hier wirklich gefordert. Bin aber zuversichtlich, dass die Techniker der deutschen Mannschaft auch das noch in den Griff bekommen. Denn durchweg durch die Saison haben sie bisher sehr gute Arbeit geleistet. Tiril Ekhoff, Norwegerin, die ja schon eine Medaille gewonnen hat. Vorgestern am Donnerstag mit der Mixstaffel gab es Bronze mit den Bö-Brüdern, also die norwegische Nation. Momentan sehr erfolgreich hier. Oh, kleiner Stolperer, haben wir ja auch schon bei Emil Hägle-Svensson im Rennen gesehen. Wenn sich dann hier der Schnee ein wenig aufhäuft, muss man ganz konzentriert bleiben. Auch unterwegs, da hat sie sich selbst auf der großen Videowand gesehen. Weitere Dame, die wir beachten müssen, Valentina Semerenko, vierte im Gesamtweltcup. Und dann können wir mal schauen, wann denn Franziska Hildebrandt das Rennen aufnimmt. 16.38 Uhr und 30 Sekunden, Start Nummer 17. Dann Franziska Preuß, Vanessa Hinz mit der 30 um 16:45 Uhr. Und am Ende dann Laura Dahlmeier, Start Nummer 32, eine Minute nach Vanessa Hinz. Also alle vier Starterinnen sehr früh unterwegs. Hintergrund dafür, wie schon bei den Männern, die besten 50 des Weltcups konnten sich entscheiden, ob sie in die ersten beiden Startgruppen gehen wollen. Vorteil oder bei den Bedingungen jetzt doch vielleicht ein Nachteil? Das bleibt abzuwarten. Das ist wirklich gar nicht so einfach im Augenblick, denn das hat schon sehr heftig geschneit, während wir jetzt Kaiser natürlich am Start sehen. Ja, und die will los. Ist doch klar. Da hören wir mal rein hier. Stimmung in Kontiolahti. Die 32-Jährige aus Jönsu, unweit hier vom Stadion entfernt. Und ihr folgt dann Monika Heunisch aus Polen, 23 Jahre alt. Auch das eine der Top-10-Läuferinnen aus der Saison. Fünfte war sie im Einzel und siebte im Sprint von Oslo. Der 25. WM-Sprint der Frauen, die ja seit 84 an Weltmeisterschaften teilnehmen. Erstes Gold für Deutschland gab es durch Petra Schaaf, später Petra Behle, 1988.
Und die Katharina Klasirina ist die erste Russin. Danach kommen dann schon weitere Favoritinnen mit Gabriela Sokolova aus Tschechien. Die Goldmedaillengewinnerin, die hinten im Häuschen, im Starthäuschen steht. In der Mixed Staffel hier vorgestern und nach ihr dann Daya Domracheva aus Weißrussland. Haben wir Gabriela Sokolova jetzt wieder mit konzentriertem Ausdruck. Vorgestern haben wir sie bestens gelaunt, strahlend im Ziel erleben können mit Veronika Vítková, mit Michal Slesinger und Andrej Moravec. Goldmedaille in der Mixstaffel. Sie ist eine der Figuren im tschechischen Biathlonsport, der ihn dort in den letzten Jahren so populär gemacht hat und nach vorne gebracht hat, sodass mittlerweile gut 20.000 Zuschauer am Tag zu den Weltcups kommen. Jetzt also der Auftritt, der Start für Daya Domracheva. Mit die Schnellste, wenn nicht die Schnellste, auch bei diesem tiefen Geläuf, das wir hier vorfinden, wie auch sie, wie auch Kaiser Mäckereinen, die technisch so gut laufen. Wie nicht anders zu erwarten, Kaiser Mäckereinen zunächst einmal mit der schnellsten Angangszeit. Es ist ja ihre Strecke und hier sehen wir die letzten Vorbereitungen. Die Verantwortlichen der IBU versuchen, die Mitarbeiter zu motivieren, nochmal alles zu geben, genau wie die Athleten, um die Strecke perfekt herzurichten oder so gut es geht herzurichten. Perfekt geht ja heute nicht, während wir hier die Laura Dahlmeier in der Aufwärmung sehen. Die, wie gesagt, mit der Startnummer 32 später kommen wird, die sich hier richtig freut auf dieses Rennen. Weiß jetzt auch eher, wo sie steht, sagt sie. Hatte ja dieses Schlüsselerlebnis in Novo Mesto auf der Schlussrunde, wo sie mit Kaiser Mäckereinen mitgelaufen ist. Zunächst nicht so recht wusste, soll ich nicht. Dann angetrieben wurde von Tobias Reiter, geh da mit. Und sie hat es dann am Ende gezeigt und gespürt und erfahren, dass sie es kann. Und seither ist sie noch ein wenig gewachsen im Selbstbewusstsein. Hat ihr gut getan. Laura Dahlmeier. Fuyuko Suzuki. Interessante Athletin aus Japan. Gute Mixstaffel vorgestern. Hat sie ihre Staffel in Front gebracht und in Führung liegend gewechselt. Zweimal schon Zwölfte in diesem Jahr. Die 26-Jährige aus Sapporo. Nadezhda Skardino, weitere sehr starke Weißrussin. Zwölfte im Weltcup. Dreimal 2,5 Kilometer für die Damen, insgesamt 7,5. Vanessa Hinz, die hier unterstützt wird. Eine siebenköpfige Delegation vom SC Schliersee ist angereist im eigenen Vereinsbus, um hier dabei zu sein beim ersten WM-Auftritt von Vanessa Hinz. Und jetzt die Bedingungen am Schießstand, nach wie vor schwierig. 43 Stundenkilometer pro Stunde Wind ist hier angesagt. Nicht einfach für die Athletinnen. Man sieht hier die Fehler, allerdings rechts. Da hat sie zu viel gedreht, auch der letzte war noch ein Randtreffer. Rechts, da hat sie wahrscheinlich ein wenig, war sie zu mutig. Das ist ja diese Schwierigkeit auszuwägen, wie ist der Wind gerade, wie muss ich meinen Diopter einstellen, wie muss ich meine Visierlinie einstellen, damit diese fünf schwarzen Ziele dann auch wirklich umfallen. Und Karin Oberhofer seit dieser Saison ja wirklich auch zu den Top-Athletinnen zählend. Unter den Top 10 im Gesamtweltcup. Und jetzt haben wir hier Teryl Eckhoff. Ja, die macht das gut, die 24-Jährige aus Trondheim. Und jetzt der Start also für Franziska Hildebrand, die 27-Jährige
in Halle geboren ist, in Ruppolding bei Rico Groß trainiert. Gute Laufform hat, alles mit dem Fuß ist okay, da gab es eine Druckstelle, aber mit neuen Schuhen geht es jetzt wohl wesentlich besser. Und Tirel Eckhoff, die übernimmt hier die Führung. Gleich rüber, Valentina Semerenko. Also momentan gutes Schießen hier, allerdings auch bei den Top-Athletinnen. Tirel Eckhoff und Valentina Semerenko. Kampfrichter sind natürlich auch bemüht, dass sie die Matten frei halten, damit eben das Hinlegen auch ganz optimal vonstatten geht, dass kein Buckel den Ellbogen stört oder so. Sehr wichtig. Kaiser Meckerein. Schau dir Startnummer an, wie der Wind weht. Da sieht man doch, dass sie da kämpfen muss. Und drei Fehler. Drei Fehler für Kaiser Meckereinen. Ähnlich also, wie wir es heute bei Simon Schemp schon erlebt haben. Beim liegenden Anschlag eine so erfahrene Athletin. Es ist einfach richtig schwierig und es kommt mit Sicherheit bei ihr noch hinzu, dass sich alles hier auf sie fokussiert. Jetzt muss sie da dreimal in die Runde, 450 Meter. Sie ist ja läuferisch in der Lage, sicher vielleicht eine rauszulaufen, aber drei ist schon wirklich eine Last. Ja, da hat sie Treffer dabei, die sind genau im Zentrum. Und dann so weit links, das sind diese Böen. Man hat auch gleich danach gesehen, wie die Startnummer so nach, von ihr aus gesehen links weg flackert. Und es ist schwierig, wenn du in so eine Böe hineinschießt, dann peng, bist du einfach raus. Und die Angangszeit von Franziska Hildebrand ist ordentlich. Ja, sehr ordentlich. 4,1 Sekunden nur hinter der schnellen Kaiser Meckereinen her. Mutig, Franziska Hildebrand. Auch sie zählt ja zu den besten Schützinnen im Feld überhaupt. Das muss auch für sie heute die Basis sein, auch bei diesen Bedingungen. Gabriela Sokolova. Am Schießstand zeitgleich Daria Domracheva, die sich auch schon hingelegt hat. Ah, ja. Hier sehen wir sie. Ja. Ja, Gabriela Sokolova macht das sehr bewusst, sehr konzentriert, nimmt sich die Zeit. Sie schießt wesentlich zügiger, riskiert da mehr, muss in die Strafrunde, vertrauen natürlich auch auf ihre Laufform, ist da klar. Domracheva und Meckereinen in etwa auf einem Level im Lauf. Sie können eine, vielleicht sogar zwei Strafrunden kompensieren gegenüber dem Rest des Feldes. Also kann man auch versuchen, ein wenig zu riskieren. Und mit der 25 Franziska Preuß aus dem Häuschen raus. Sechste mit der Mixstaffel. Ja, vorgestern. Hat noch gesagt, hier im vorigen Jahr in Sochi, da war alles noch faszinierend und neu. Jetzt ist es schon etwas gelassener. Kann ich damit umgehen, mit dem ganzen Tohuwabohu hier um uns herum. Wesentlich mehr Presse natürlich und 13,3 Sekunden der Rückstand von Daria Domracheva auf die führende Valentina Semerenko. Willkommen bei X-Drive Mountain Radio. Und nun zum Wetter. Wir erwarten heute Temperaturen zwischen milden plus 7 Grad und eisigen minus 9 Grad. Im Laufe des Tages gibt es heftige Regenfälle und viel Schnee. 1000 Gründe, zu Hause zu bleiben. Einer dagegen. BMW X-Drive, das intelligente Allradsystem. Jetzt auch im neuen BMW X4 und im neuen BMW X6. Veronika Vítková hat sich auf den Weg gemacht. Dritte im Gesamtweltcup, beste Tschechin. Stärker noch platziert, weiter vorne als Gabriela Sokolova, die sich ja am Anfang der Saison schwer getan hat, nach den Erfolgen von Sochi.
doch viel Ablenkung hatte durch viele Termine. Und Veronika Vítková in diesem Jahr, klar, die Stärkere mit der 15. Susan Dunkley, US-Amerikanerin. Dreimal schon unter den Top 10 gewesen in diesem Jahr. Also auch für sie eine richtig gute Saison. Läuferisch stark. Justiert am Diopter. Bei links. Sie denkt, der Wind ist etwas stärker als beim Anschießen. Boah. Lange, lange muss sie da warten. Lange Schießzeit. Ja, man merkt schon, sie wollen ganz bewusst schießen. Und dann geht es zum Schluss doch daneben. Und das ist immer das, was die Athleten ärgert. Jetzt warte ich und dann schieße ich trotzdem noch daneben. Hätte ich auch gleich schießen können. Und hättest du fast die Strafrunde in Kauf nehmen können. So, Franziska Hildebrand ist da. Drücken wir ihr die Daumen, dass sie es packt. Mit einer sehr guten Anfangszeit. Ja. Ganz toll bis hierhin. Okay, das ist noch im grünen Bereich. Sie muss in die Strafrunde. Ein Fehler für Franziska Hildebrand. Und gleich nochmal rüber ins Starthäuschen. Da steht Laura Dahlmeier bereits vom Skiclub Partenkirchen. Und angesprochen auf ihre starke Form, sagt sie, vielleicht bin ich auch ein bisschen frischer, weil ich durch meine Verletzung zu Beginn der Saison nicht so viele Rennen habe laufen und bestreiten müssen. Mittlerweile hat sie sich ja wieder rangearbeitet, während wir hier noch Franziska Hildebrand in der Strafrunde sehen. Man sieht sehr schön, Marie Durand-Aber hat die Führung mittlerweile übernommen. 6,5 Sekunden vor Valentina Semarenko. Und im Vergleich jetzt zu Domracheva, die war 19,8 Sekunden zurück. Franziska Hildebrand 34,7. Also gut 15 Sekunden langsamer als Domracheva. Was läuferisch eine gute Leistung ist für Franziska Hildebrand. Und die Ersten sind schon wieder zurück. Tiril Eckhoff, die Norwegerin, kämpft, setzt nochmal neu an. Neben ihr Valentina Semarenko, die schneller schießt. Und gut, fehlerfrei. Ja, jetzt die Scheiben. Jetzt der Fehler. Also eine Strafrunde und drei für Tiril Eckhoff. Das ist das Ergebnis, wie Martin Fourcade es heute Morgen hatte. Null liegend, drei dann im stehenden Anschlag. Das ist bitter. Auch sie sicher eine der Mitfavoritinnen hier im erweiterten Kreis allemal. Anfangszeit gut für Franziska Preuß. Jawohl. Genau. Hat sich etwas schwer getan in der Mixed-Staffel, auch läuferisch nicht so richtig reingekommen. Mittwoch der kommenden Woche hat sie Geburtstag, da wird sie 21 Jahre alt. Elfte im Gesamtweltcup, also momentane Platzierung, die ihr hier auch einen Startplatz im Massenstartrennen garantieren würde. Den muss sie natürlich über die nächste Woche bringen, denn auch diese WM-Rennen bringen ja Weltcup-Punkte und zählen zum Weltcup. Fanny Wellestrand-Horn trifft gar nicht, vier Fehler. Boah. Ah, starker Wind. Die Startläuferin der Mixstaffel und alle fünf Schuss gehen daneben bei Fanny Horn-Wellestrand. Fast zeitgleich schießt Marie Laukkanen und die trifft. Und das wird hier natürlich entsprechend frenetisch gefeiert. Die 27-Jährige aus Vuokatti trifft alle fünf Scheiben. Und Laura Dahlmeier, auch sie mit einer richtig guten Angangszeit. 3,3 Sekunden nur zurück. So, Marie Laukkanen sortiert sich ein hier auf den 8. Rang. Und Kaiser Meckereinen ist wieder da.
So, die Laufzeit jetzt von Semberenko durch. Und wieder dieser starke Wind. Neben ihr Jekaterina Klasirina. Und da oben Anaïs Bescon. Ja, und auch für sie, für Kaisa Mäkäräinen, jetzt nicht nur der Fehler, sondern eben auch eine sehr, sehr lange Schießzeit. Wartet und wartet. Sukalova am Schießstand, auch mit zwei Fehlern schon. Und wir haben auch die Franziska Preuß am Schießstand mit dem ersten Treffer, den zweiten Treffer, den dritten Treffer. Und jetzt sehen wir sie hier auch. Vier Scheiben getroffen. Ja. Sehr gut. Oh, sehr gut. Das hat sie während der Saison schon so oft bewiesen. Sie kann richtig gut und konzentriert schießen. Auch bei diesen Bedingungen. Sie kann auch schnell schießen. Franziska Preuß, das ist eine richtig gute Basis. Darauf lässt sich aufbauen. Daya Domracheva. Nächster Fehler. Ah, schwierig, ganz schwierig. Das sind ja alles keine Schlumpfschützinnen. Das sind ja wirklich gute Schützinnen. Schau hin, vier Fehler. Ah. Also noch einmal der Vergleich zum Männerrennen. Simon Schemp ja auch mit vier Fehler, allerdings im liegenden Anschlag. Und dann nochmal mit drei im Stehenden. Also das ist hier schon ein wenig auch ein Glücksspiel, eine Windlotterie. Wann stehe ich da? Welche Bedingungen habe ich? Also das gibt ja kaum was Schwierigeres als diese böigen Winde. Wenn er denn gleichmäßig reinwegt, ist das eher beherrschbar als dieses böige, wo es sich von einer auf die nächste Sekunde ändert und es kaum zu meistern ist. Elisa Gasparin aus der Schweiz. Null Fehler liegend. Was gelingt dir hier im Wind stehend? Ja. Sehr gut macht sie, sehr gut Elisa Gasparin. Rechts hoch der Fehler. Da kämpft jetzt den einen Treffer noch setzen oder doch in die Strafrunde. Ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Also vierter Treffer für sie, Vanessa Hinz. Auch sie hat zuletzt immer wieder gezeigt, dass sie eine gute Schützin geworden ist. Die ehemalige Langläuferin hat sich sehr schnell integriert ins Weltcup-Team. Ja, also mit dem einen Fehler kann sie gut leben, Vanessa Hinz. Ansonsten alles ganz gut getroffen. Marie-Dora Aber, schauen Sie auf die Laufzeit. Ganz stark. Jetzt erst der erste Fehler, während wir oben die Scheiben von Laura Dahlmeier erkennen. Also nur ein Fehler von Marie-Dora Aber. Die werden wir im Auge behalten müssen, wenn es hier um die Podiumsplätze geht. Und Laura Dahlmeier ist auch mit dabei bis jetzt. Und dann der Fehler im vierten Schuss. Strafrunde auch für Laura Dahlmeier, die in diesem Jahr ja ihren ersten Weltcupsieg geschafft hat in Novo Mesto im Sprint. Und hat das Gefühl, dass sie noch mehr an ihre Leistungsgrenze gehen kann in diesem Jahr. So, jetzt Franziska Hildebrandt. Wer hier stehen fehlerfrei bleibt, ist ein großer Künstler, muss ich schon sagen. Stehen schießen heute ungleich schwerer als bei Windstille, ganz klar.
Ja, lässt sich lange, lange Zeit zum ersten Schuss hin. Und wir können uns immer wieder nur sagen, das wird nicht leichter, je länger du da stehst. Dora Aber hat die Führung übernommen. Ja, gut. Ja, nicht schlecht. Nee, gut durchgekommen. Hat versucht, einen Rhythmus durchzuziehen. Und ordentlich getroffen, einen weiteren Fehler sich geleistet. Franziska Hildebrand, während hier Valentina Semerenko über die Ziellinie rutscht. Frühe Startnummer, deutliche Führung vor der Slowakin Gerekova. Heißt für den Moment noch nichts. Ein Fehler hat sie gehabt insgesamt. Aber sie setzt die Marke hier, an der sich die anderen ausrichten müssen. Valentina Semerenko. So, insgesamt also zwei Fehler für Franziska Hildebrand. Mittlerweile ja fünfte im Gesamtweltcup. Und endlich auch das Podest geschafft als zweite im Sprint von Novo Mesto. Im Doppelsieg mit Laura Dahlmeier. Endlich war das einmal geschafft. Und wir haben eine neue Führende mit null Fehlern. Nowakowska Simjak aus Polen. Ja, die hat es geschafft, hier durchzukommen. Kirill Eckhoff im Ziel. Großer Rückstand. Sehr gut. Das ist Biathlon. Aggressiv sein und gelassen arbeiten. Das ist alles in diesen zwei Disziplinen in einem. Ganz genau. Tobias Reiter pusht da nochmal Franziska Preuß, dynamisch da hochzugehen an diesem Anstieg. Mari Laukkanen. Gut durchgekommen im liegenden Anschlag. Gute Sprintläuferin auch. Zweimal Fünfte gewesen in Oberhof und in Ruhpolding. Aber jetzt hier mit zwei Fehlern. Jetzt rutscht sie nach hinten. Strafrunde 3,24 Sekunden. Also bis zu 50 Sekunden werden da zusammenkommen noch einmal. Und draußen Laura Dahlmeier, 20,2 Sekunden ihr Rückstand. Also braucht ein gutes zweites Schießergebnis. Völlig klar. Elfter Rang im Moment. Gab sich ganz locker gestern im Pressegespräch. Ist doch jede Menge Rummel um diese junge Mannschaft. Auch das ist ja eine neue Erfahrung. Franziska Preuß. Wenn sie jetzt so ein kleines Windloch erwischen würde, sie kann schnell schießen, kann das gut gegebenenfalls nutzen. Und die Laufzeit ist gut. Ja, sie muss auch kämpfen. Ja. Als Athlet drückst du nicht ab, wenn es nicht irgendwie eine Chance da ist zu treffen. Das ist schon klar. Zweiter Fehler für Franziska Preuß. Jetzt noch den dritten obendrauf. Ganz schade, richtig, richtig schade. Lag so gut im Rennen bis zu diesem stehenden Anschlag. Jetzt muss sie 450 Meter gesondert in der Strafrunde absolvieren. Und Kaisa Mäkerainen kommt hier ins Ziel mit den 5 Strafrunden. Und schon jetzt ist klar, sie ist geschlagen. Kaisa Mäkerainen, 6. Rang. Da wird es noch ein Stück weit nach hinten gehen. Und das ist auch für die Verfolgung morgen natürlich schwierig. Die besten 60 qualifizieren sich ja für die Verfolgung, starten morgen in den Zeitabständen, in den Rückständen von heute. Und das ist dann schon eine entsprechende Last und Bürde, mit der du da ins Rennen gehst. Gabriela Sokolova setzt sich hier zunächst auf Rang 3, 1,20 ihr Rückstand mit den 3 Fehlern. Dasselbe Schießergebnis wie Franziska Preuß jetzt gerade eben. Das eröffnet natürlich die Chance für Marie Dorin Aber. Das wäre ein Ding. Das wäre wirklich ein Ding, wenn sie hier Weltmeisterin werden würde. Im September hat sie Nachwuchs bekommen, kleine Tochter Adele.
ist wieder eingestiegen und so dann zurückzukommen, das ist schon mehr als beeindruckend. Darja Domracheva, auch sie geschlagen, nichts zu tun mit den Podestplätzen heute, den äußeren Bedingungen geschuldet, dieses Ergebnis. Da gibt es kein Wenn und Aber, hilft alles nichts. Darja Domracheva, 5 Fehler insgesamt und zunächst Rang 5 für sie, wird sie bitter enttäuscht sein und morgen mit entsprechend Wut im Bauch an den Start gehen, in die Verfolgung, wo natürlich für sie wieder alles von vorne beginnt und auch noch einiges möglich ist mit 4-mal Schießen. Elisa Gasparin mit einem hervorragenden Ergebnis, basierend auf diesem nur einen Fehler im stehenden Anschlag, momentan hier auf den 3. Rang gelandet. Toll, und jetzt kommt Marie-Dorin Aubert, die sich hier nähert in Richtung Ziel. 28 Jahre alt, 9 Rennen hat sie nur bestritten, plus 4 Staffeln vor dieser WM. Silber gewonnen mit der Mixed-Staffel vorgestern. Einmal schon auf dem Podest gewesen, zuletzt in Oslo, also konstant auch geblieben. Über die Weltcup-Stationen nach ihrer Rückkehr hinweg. Und jetzt mit den letzten Schüben hier. Deutliche Führung für Marie-Dorin Aubert. 19,7 Sekunden vor Valentina Semerenko. Da bin ich mal gespannt, wer das Ergebnis noch schlagen will. Ja, Novakovska Simjak war ja in Führung nach dem Stehenschießen und jetzt 3,9 Sekunden zurück. Also schon geschlagen, Fragezeichen, ja. Von Dorin Aubert. Die Polin sieht schwer aus hier, wie sie da hochkommt. Jetzt aber Laura Dahlmeier. Und Vanessa Hinz steht parallel, schießt parallel. Merken Sie auch an den Kamerabewegungen, welcher Wind hier reinkommt. Vanessa Hinz, auch einen Fehler, wartet auch ab. Schwierige Bedingungen jetzt. So, 2 Fehler für Laura Dahlmeier. Also 2 Runden, circa annähernd 50 Sekunden. Und Vanessa Hinz, auch für sie 3 Strafrunden allerdings. Auch die letzte Scheibe blieb noch stehen. Insgesamt also mit 4 Fehlern belastet. Hilft nichts, da muss sie jetzt Gas geben. Immer jetzt an die Verfolgung denken. Und da kommt die Polin in Richtung Ziel. Unten links die Zeit der Französin Marie-Dorin Aubert. Hinter ihr im Übrigen Franziska Hildebrandt, die mit hier reinläuft. Kann sie nicht schaffen, die Polin. Also die Französin bleibt vorne. Aber kann die Polin einen Platz unter den besten 3 zunächst einmal sich sichern. 9,6 Sekunden ihr Rückstand. Alle 10 Scheiben getroffen und Franziska Hildebrandt zunächst einmal auf dem 4. Platz. Ordentliches Ergebnis mit den 2 Fehlern. Ganz schwierige Bedingungen gehabt, aber im Hinblick auf die Verfolgung morgen sehr ordentlich. Eine Medaille eben nicht. Das ist der Stand im Moment. Dorin Aubert also vor Novakovska Simjak und Valentina Semerenko. Dann die beste Deutsche im Moment, Franziska Hildebrandt. Die anderen ja noch unterwegs. Ja, und Franziska Hildebrandt hat eine hervorragende Laufzeit. Sie ist 25 Sekunden hinter Kaisa Mäckäräinen rein in der Laufzeit und circa 14 Sekunden hinter Marie-Dorin Aubert. Also ganz hervorragend gelaufen und sie ist die beste derer, die 2 oder mehr geschossen haben, die Franziska Hildebrandt im Augenblick. Tröstet wenig, wenn man an die Medaillen denkt. Marie-Dorin Aubert, Kompliment für diese Vorstellung hier. Bei ihrer 5. WM-Teilnahme von Franziska Hildebrandt. Ganz schön erschöpft. Gratulation hier gegenseitig. Das verbündet natürlich solche Bedingungen, ein solches Rennen hier. 2 Minuten 34 jetzt der Rückstand für Vanessa Hinz. Das ist schon richtig dick. Das ist schon ein großer Rückstand. In einem normalen Sprint ist das ein Rückstand der 60. zur Siegerin ungefähr. Das müssen wir jetzt abwarten, ob sie auch die Verfolgung dann schaffen kann. Vanessa Hinz. Andrea Mali aus Slowenien. Beste Slowenin nicht hier angereist. Der Gregorin muss verzichten auf diese WM. Aus gesundheitlichen Gründen.
Male hier auch schon bei ihrer siebten WM. 37 Jahre ist sie alt. Da haben wir Franziska Preuß draußen auf der Strecke. 700 Meter vor dem Ziel zur nächsten Zwischenzeit hier. Läuferisch gut unterwegs. Ja. Mit drei Fehlern nicht schlecht. Im Moment unter den Top 10. Wenn sie das durchzieht, siebter Rang, wäre das sehr ordentlich in Richtung verfolgen. Schießen war sie 11. im Augenblick. Also nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Und Lara Dahlmeier, da sind wir ja gespannt, 5. nach dem Stehenschießen. Ja, Mari Laukkanen, 7. Rang für sie. Verdrängt da Gabriela Sokalova. Sehr gutes Rennen der Finnin hier vor heimischem Publikum. Und da haben wir Laura Dahlmeier. Ganz unten hinten kommt sie hier in Richtung Zeitnahme. Selbst Magdalena Neuner schwärmt immer wieder über die junge Patenkirchnerin. Die stellt sich hin und schießt die Scheiben weg, sagt sie immer wieder. Das hätte ich auch gerne so gekonnt, wenn wir uns an die Anfänge von Magdalena Neuner erinnern. Da hat sie doch manche Scheibe stehen lassen und eine Weile gebraucht, um auch eine gute Schützin zu werden. Läuft ganz hervorragend und jetzt hat sie auch zu schneien aufgehört mittlerweile. Es ist vielleicht jetzt für die hinteren Startnummern etwas günstiger zu laufen, zumal die Sicht auf der Strecke auch deutlich besser ist. Und damit natürlich auch am Schießstand. Eigentlich, sagte Gerald Hönig, ist hier immer so, dass gegen Abend der Wind nachlässt. Bislang war das aber hier und ist auch weiterhin so richtig kräftig und böig. Und Franziska Preuß auf den letzten Metern in Richtung Top-10-Platz. Die Zeit von Mari Laukkanen schafft sie. Also guter 7. Rang für Franziska Preuß. Mit den drei Fehlern wesentlich besser unterwegs gewesen heute als vorgestern in der Mixed-Staffel. Gutes Rennen. Sie wird sich ärgern, wie ich sie kenne, wenn sie nachher im Interview mit den drei Fehlern als sehr gute Schützin. Weitere Polin hier. Mit der Startnummer 35, Christina Kusik. Früher Palka, ganz tolle Position hier mit dem einen Fehler nur auf dem 4. Rang. Da war sie bislang in dieser Saison weit, weit weg von deutschen Platzierungen. Und gleich kommt hier Veronika Witkova um die Ecke mit den 4 Fehlern. Auch sie zu den Geschlagenen zu zählen heute. Hinter ihr Lisa Theresa Hauser, die Österreicherin, die kurz vor ihr gestartet war. Witkova also auf dem 8. Rang, direkt hinter Franziska Preuß im Moment. Und Laura Dahlmeier, 4. Position im Moment, 33 Sekunden im Rückstand. Ja, aber da kommt noch Guschik und Chumilova. Und Tobias Reiter gibt hier alles. Mal kurz Marie-Dora Aber gesehen. Dorothea Viera. 3 Fehler, wie Sie unten sehen. Die Südtirolerin, auch die hat vieles vor hier bei diesen Weltmeisterschaften. Auch sie will eine Medaille, gute Form, gute Saison insgesamt für sie. Aber heute mit diesen 3 Fehlern nicht unter den Top 10 platziert. Also Anzahl wie auch Franziska Preuß, die da doch ein Stück weit vor ihr landet. So, Laura Dahlmeier kämpft und beißt mit kräftigen Schüben, kann den Ski ja richtig gut laufen lassen. Hohe Geschwindigkeit. Und wo geht die Reise hin für sie? Unten der 3. Rang, Valentina Semerenko, die Zeit ist durch. Und die von Franziska Hildebrand, die wird sie unterbieten, ganz leicht, das ist klar. Also der Platz neben dem Podest gehört Laura Dahlmeier, 29,1 Sekunden, 4. Rang im Moment. Und absolut schnellste Laufzeit, noch vor Kaiser Meckereinen, vor Daria Domracheva,
21,1 Sekunden. In der reinen Laufzeit ist Laura Dallmayr schneller. Und sie hat ja auch 3 Strafrunden in den Beinen, die Laura. Ganz hervorragend. Die Form stimmt. Das Glück war heute eben nicht hold mit diesen Bedingungen, wie so, bei so vielen anderen natürlich auch nicht. Ja, und hier sieht man richtig, wie ausgepumpt sie ist, dass sie wirklich alles herausgeholt hat. Laura Dallmayr auf der letzten Runde und jetzt hat es gleich auch Vanessa Hinz geschafft. Für sie eben ganz wichtig, die Qualifikation für die Verfolgung morgen, ein weiteres Rennen zu bestreiten bei diesen Weltmeisterschaften. Sind ja auch eben alles Erfahrungswerte für diese noch junge Mannschaft. Eine späte WM war ohnehin die Frage, die immer im Raum stand. Würden sie das auch durchstehen können, diese lange Saison, kräftezehrend, mit vielen Rennen eben unter solchen Bedingungen, die anstrengend waren, immer wieder ja auch mal rausgenommen. 26. Rang im Moment. Vanessa Hinz zum Beispiel hatte Antols ausgelassen. 26. Rang, also im Moment kein gutes Ergebnis, ist doch klar. Aber für die Verfolgung sollte das reichen, wenngleich auch noch viele, viele hier unterwegs sind. Christina Gusik schiebt sich hier zwischen Laura Dallmayr und Franziska Hildebrandt. Absolutes, bestes Ergebnis in dieser Saison für die Polin. Da standen bisher zweimal 22. Plätze und die haben wir Kaiser Meckereinen. Sieht ein wenig bedient aus heute. Das haben sich aber hier auch alle anders vorgestellt. Das war einfach kaum besser zu lösen, auch nicht für die Top-Athletinnen. Denn da ging es ja reihenweise so, dass sie eben mit vielen, vielen Fehlern zurechtkommen mussten. Olga Abramova aus der Ukraine, die hier vorbeiläuft. Also der Neuschnee, die Auflage, ganz schön tief, auch das anstrengend. Überlegung ja eben auch immer wieder bei den Trainern, der Einsatzkonstellation. 4 Startplätze gibt es pro Rennen, wen setze ich wo, wen lasse ich irgendwo mal raus. Deshalb ja auch der Verzicht von Laura Dallmayr auf die Mixed-Staffel, um in der zweiten Woche dann, wenn Maststart und die Staffel der Frauen anstehen, dann nicht doch vielleicht Probleme mit dem Fuß zu bekommen wegen der Überbelastung. Da muss sie ja nach wie vor nach der Sprunggelenksverletzung beim Bergsteigen im Sommer aufpassen. Olga Abramova, 6. Platz. Andrea Mali, haben wir da nochmal. Ja, alles abgeräumt. Eine WM-Medaille hat sie schon mal gewonnen, 2012. Andrea Mali mit der Mixed-Staffel Sloweniens. Und jetzt hat sie hier stehend hervorragend geschossen. Das ist eine gute Ausgangsposition und entsprechend springt sie hier auch weg, als sich rauszukommen auf die letzten 2,5 Kilometer. Auch die Strecke hat es ja in sich mit diesem langen Anstieg, so 500 Meter vor dem Ziel, der dreimal zu laufen ist. Haben alle großen Respekt vor dieser Strecke, die selektiv ist. Nicht die allerschwierigste, aber dann doch ordentlich in die Knochen fährt. Die Russin Schumilova, auch sie mit nur 2 Fehlern belastet. 6. Rang. Also es führt nach wie vor Maridora Aber von Nowakowska Simniak aus Polen und Valentina Semerenko, Laura Dallmayr auf dem 4. Rang. Franziska Hildebrandt mittlerweile auf Rang 8 zurückgerutscht. Franziska Preuß auf Position 11. Mannschaftlich gesehen nach wie vor ein gutes Ergebnis. Da kommen noch 1, 2 unter die Top 11, 12 wahrscheinlich rein. Aber bisher vor allen Dingen die läuferische Leistung von Laura Dallmayr fasziniert mich. Beste Laufzeit, deutlich beste Laufzeit.
Das ist schon gewaltig. Da haben wir nochmal das Tableau, der Stand momentan. Und Franziska Preuß führt hier die zweite Seite an vor Veronika Witkova. Auch Gabriela Sokolova hier auf Position 14. Tiril Eckhoff, Dorothea Wierer, alles Namen. Ganz zu schweigen von Daya Domracheva, die sich da Hoffnungen gemacht haben, auf dem Podium zu stehen. Vanessa Hinz momentan auf Rang 30. 2 Minuten 45 glatt. Ihr Rückstand für die Verfolgung morgen auf sie hier, auf Marie Dorin Aberg. Ihre fünfte WM. Insgesamt bei jeder WM hat sie Medaillen gewonnen. Bislang allerdings ohne Einzelmedaille. Das wär's, das ist es. Marie Dorin Aberg, Weltmeisterin im Sprint. Mein lieber Mann, ich sag's nochmal, großen Respekt, allergrößten Respekt nach der Geburt der Tochter, so wieder zurückzukommen und hier so mitzumischen zum Höhepunkt der Saison und dann einen Titel abzuräumen. Also, tolle Leistung von ihr. Die Polinnen heute, sehr, sehr gut. 7. Rang für Quiston und wir gehen schnell mal runter. Franziska Hildebrand ist da, bitte. Ja, und ist gerade auf Rang 9 gerutscht mit der 6. besten Laufzeit. 2 Schießfehler, Franziska. Ist das ein Rennen, was einer Art Lotterie glich und deshalb für Sie dort noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist? Ja, das auf jeden Fall. Also mit 2 Fehlern am Schießstand bin ich heute doch verhältnismäßig gut durchgekommen. Ich musste gerade dann beim 2. Anschlag stehen. Da habe ich auch sicherlich auch ein bisschen Zeit verloren, weil ich erst mal warten musste, bis der Wind einigermaßen raus war und ich dann doch gezielte Schüsse anbringen konnte. Ist das immer die beste Idee, zu warten? Oder manchmal auch, ich versuche es einfach drauf los und nehme die Strafrunde dann in Kauf? Ja, das ist dann immer so, muss man halt abwägen. Warte ich jetzt so lange und verliere da die Zeit oder schaffe ich es dann vielleicht auch eine Strafrunde zu laufen oder warte ich so lange, dass ich die Treffer eben noch sicher anbringen kann, da muss man sich am Stand dann einfach entscheiden. Die wichtigste Erkenntnis, dass mit Rang 9 der Verfolger noch einigermaßen aussichtsreich gestaltet werden kann? Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, wenn es jetzt hier Top 10 bleibt, dann bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank. Bitte. Und als gute Schützin dann morgen in der Verfolgung, wenn 4-mal geschossen wird, sind die Chancen durchaus gegeben. Poljakova aus der Slowakei hier mit 3 Fehlern jetzt. Tut sich weiterhin sehr, sehr schwer und bemerkenswert. Noch einmal hinter Marie Dorin Aberg, dieser 2. Platz von Nowakowska Simiak. Hier haben wir die Französin. 2 weitere Polinnen momentan noch unter den besten 8. Gusik auf 5, Quiston auf 7. Das ist ein Ergebnis für Polen, wie man es noch nicht erlebt hat bei einer Weltmeisterschaft. Marie Laukkanen. Auch sie mit einem guten Rennen mittlerweile auf Rang 14 allerdings zurückgerutscht. Und zurück noch einmal auf die Strecke Dunja Stock, Nachwuchstalent aus Österreich, aus Kärnten, 21 Jahre alt. 3-mal schon in dieser Saison in die Punkte gelaufen. Gutes Schießergebnis heute. Jeweils nur 1 Fehler, stehend wie liegend. Aber läuferisch kommt sie noch nicht da vorne hin. Ganz schwierig, da braucht man auch als Biathlet und als Biathletin 1, 2, 3 Jahre, um da auf dieses Niveau zu kommen. Wir hören mal Vanessa Hinz bei Nils Kamm, bitte. Ja, und für Vanessa war es eine WM-Premiere. Das allererste WM-Rennen ist nicht so ausgegangen, wie sie sich das gewünscht hatten. Doll enttäuscht oder überwiegt da doch die Erfahrung, die sie jetzt heute sammeln konnten? Nein, ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von mir, weil ich habe bisher immer bessere Sprints gezeigt und ich habe auch schon gezeigt, dass ich beim Wind schießen kann und heute hat es einfach gar nicht funktioniert bei mir und ich bin ziemlich enttäuscht, ja. Hätten Sie es denn auch in diesem böigen Wind besser machen können? Ja, in dem Moment, als ich stehend da stand, war es einfach nicht möglich, weil wir haben kurz davor eine brutale Windböe bekommen und umso länger ich gestanden bin, umso mehr sind meine Knie gezittert und dann habe ich auch nicht mehr gewusst, was ich machen soll, schießt du nicht und dann, ja, waren halt am Schluss 3 Scheiben noch da gestanden.
Aber dann konnten sie ja so viel gar nicht dafür. Ja, gut. Hätte, wäre, wenn. Die anderen sind auch sind welche mit 0-0 durchgekommen. Und von dem her, die hatten dann vielleicht mehr Glück oder haben den Wind besser eingeschätzt und so. Und auch die eine Scheibe liegen, das ist einfach ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Klar, aber ich meine auch Größen wie Kaiser Meckerein oder Daria Domracheva sind hier mit 5 Fehlern nach Hause ins Ziel gefahren, ne? Ja, das ist vielleicht ein ganz kleiner Trost, aber im Endeffekt bin ich ich und ich muss für meine Leistung gerade stehen und bin ich heute einfach nicht, nee, nicht mit zufrieden. Können Sie sich denn relativ schnell wieder neu konzentrieren auf den Verfolger morgen und all das, was Ihnen heute gar nicht gefallen hat, abschütteln und vergessen, wenn es morgen neu losgeht? Ja, ich hoffe erstmal, dass ich morgen dabei bin. Ich weiß das noch nicht, wie ich stehe, aber wenn nicht, dann muss ich es versuchen, schnellstmöglichst wieder abzuhaken. Ich werde jetzt noch mit den Trainer reden und dann wird es noch 2 Stunden dauern und dann ist es abgehakt und dann ist morgen ein neues Rennen und ein neuer Tag und dann gebe ich wieder Vollgas und dann ist der heutige Tag vergessen. Wünsche ich Ihnen im Moment 37, also vielleicht, das sollte vielleicht hinkommen einigermaßen. Vielen Dank. Ja, davon gehen wir mal aus nach dieser ersten Enttäuschung. Und eigentlich haben wir sie so kennengelernt, dass sie wirklich in der Lage ist, das auch schnell wieder abzuschütteln und mit einem neuen Rennen neu anzugreifen. Vanessa Hinz, 22 Jahre ist sie alt, vom SC Schliersee und hat schon ihr Saisonziel mehr als erreicht, mit der Qualifikation hier dabei zu sein. Und Andrea Mali, die wir vorhin beim stehenden Anschlag beobachten konnten, mit ihren 5 Treffern, kommt jetzt hier höchst erfreut ins Ziel, hat eine gute letzte Runde gelaufen und sich einen hervorragenden Platz gesichert. Und wir schauen nochmal aufs Tableau. Also Weltmeisterin Marie Dorin-Aber vor Veronika Nowakowska-Simniak und Valentina Semerenko. Laura Dahlmeier nach wie vor auf Platz 4. Eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche. Grüne und günstige Energie. Aber müssen wir dafür wirklich überall neue Stromleitungen bauen? Und wie aufwendig wird das? Sag mal, E.ON, habt ihr auch Lösungen, die Umwelt und Geldbeutel schonen? Hallo Frau Jung, eine unserer Lösungen? Intelligente Trafos. Die bauen wir Land auf, Land ab in unsere Stromnetze ein. So können sie grüne Energie effizienter aufnehmen. Und Deutschland braucht weniger neue Leitungen, damit sichere und saubere Energie bezahlbar bleibt. Shangyan sehen wir hier, die Chinesin 88, die ihre Startnummer, 22 Jahre ist sie alt. Zweite WM nach 2013. Guten Ergebnissen auch schon bei Junioren-Weltmeisterschaften. Und die lassen sich hier die Laune nicht verderben. Das allerdings waren natürlich Fans, die Grund zum Jubeln hatten mit der polnischen Fahne, während wir hier Valentina Semerenko sehen. In der Ecke der Siegerinnen. Auf dem 3. Rang nach wie vor. 4. ist sie ja im Gesamtweltcup. Ihre 7. WM und ihre 4. Medaille. Gold hat sie noch nicht sich erringen können, aber 2-mal Silber, 1-mal Bronze gab es bislang für Valentina Semerenko. Laura Dahlmeier, wir haben es gesagt, überragende Laufzeit, hervorragendes Rennen. Der Sprung aufs Podest ist ihr am Ende versagt geblieben, aber beste Bedingungen und Voraussetzungen für morgen, für die Verfolgung. Und jetzt ist sie zunächst bei Nils Kaben. So ist es. Glückwunsch, Laura, zu einem prima Rennen, Platz 4. Wunderbare Laufzeit, die Reporter sind ganz begeistert. Wenn einer von den 3 Fehlschüssen sein Ziel gefunden hätte, dann hätte das unter Umständen, wir haben gerade eben mal auf die Zeiten geguckt, zu Gold gereicht. Gibt es einen von den 3, über den Sie sich am meisten ärgern? Eigentlich ärgern mich alle 3 Schüsse. Also es ist wirklich im Laufen super gut gegangen heute. Wir haben Top-Material gehabt, die haben mich richtig gut gefühlt. Und ich glaube, man hat es gesehen, es waren sehr schwierige Bedingungen beim Schießen. Ich habe mir Zeit lassen, ich wollte eigentlich wirklich die 0 schießen. Leider ist dann doch, oder sind insgesamt halt 3 Fehler passiert. Ja, da rechts. Ja, ist halt total schade, weil es wirklich eng war. Aber ja, es ist der 4. Platz und es ist die erste WM, mein erstes Einzelrennen jetzt in dem Sinn. Und ich freue mich wahnsinnig über den Platz.
Waren Sie vorher aufgeregt oder haben Sie sich richtig drauf gefreut, dass es jetzt endlich mal im Einzelrennen auch für Sie um eine Medaille geht und Sie auch mit einer realistischen Chance antreten? Nein, ich habe mich wirklich gefreut, dass die Rennen jetzt losgehen. Wir sind doch schon seit Montag hier, haben trainiert. Ich habe mich wohlgefühlt auf der Strecke. Es waren heute auch bessere Bedingungen. Es war nicht mehr ganz so tief. Und ich glaube, man hat es gesehen. Ich habe wirklich befreit laufen können. Und jetzt ist der vierte Platz geworden. Jetzt haben Sie ja für den Verfolger nicht die ganz großen Namen da vor der Nase. Meckereinen 5 Fehler, Domracheva 5 Fehler. Heißt das, dass wir voller Erwartungen und voller Vorfreude auch morgen auf den Verfolger gucken können? Ja gut, wenn die Top-Favoriten hinter mir sind, dann machen sie wahrscheinlich erst recht Druck, versuchen das Tempo erst recht richtig hochzuhalten. Also es wird dadurch nicht einfacher. Ich glaube, es wird wieder viel über den Schießstand entschieden werden und es gilt einfach da sauber zu arbeiten, gut zu schießen und dann denke ich, ist alles möglich. Dann wünsche ich Ihnen, dass das so hinhaut morgen. Alles Gute, vielen Dank. Ja, danke. Da wächst eine Biathlon-Persönlichkeit heran, immer wieder auch in den Interviews zu hören. Laura Dahlmeier, Siegläuferin seit dieser Saison im Weltcup. Und drücken wir ihr die Daumen, dass vielleicht in den übrigen Rennen hier in Kontiolahti die Edelmetall auch für sie noch drin ist. Weiteres Nullergebnis am Schießstand durch die Bulgarin Jordanova. Auch für sie im stehenden Anschlag. 25 Jahre ist sie alt. Alle Rennen dieser Saison hat sie absolviert, allerdings ohne Weltcup-Punkte geblieben. Und hier kann sie ein persönlich gutes Ergebnis erringen. Muss jetzt nicht in die Strafrunde und kann gleich auf die letzten 2,5 Kilometer raus. Katri Leta, erfahrene Estin. Vor ihr mit der 61 Poljakova aus der Slowakei. Das sind die Platzierungen, in denen sich diese Läuferinnen üblicherweise bewegen, wenngleich Katri Leta diesem Jahr ein 18. Rang gelungen ist im Einzel von Oslo zuletzt. Da hat sie schon angedeutet, dass sie eine ganz gute Form hat in Richtung WM. Und schauen Sie mal, die Spanierin, die Kunstschützin, die hat das hier liegend geschafft, schneit wieder stärker. Victoria Padial Hernandez, 26 Jahre ist sie alt, kommt aus Granada. Oh, und hat hier richtig schwierige Bedingungen. Schauen Sie auf den Zopf hinten am Kopf, der hin und her gewirbelt wird. Jetzt nimmt sie das Gewehr noch mal ganz runter, geht ganz neu in den Anschlag. Extreme Bedingungen, die man bei einer Weltmeisterschaft nicht haben möchte, aber da kann man sich ja nicht dagegen wehren. Das ist schade für die ganzen Athletinnen, die es eben so erwischt. Du bist machtlos, du denkst, Mensch, ich kann es doch eigentlich viel besser. Und mit 5 Fehlern ist man dann auch reichlich bedient. Ja. Ja, und kann sie auch, weil sie hatte hier wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen. Und mit diesen 5 Treffern liegend hätte sie wirklich für sich persönlich ein richtig gutes Ergebnis erzielen können. 2 Fehler jetzt auch für die Kasachin Kistanova. So, links haben wir die Spanier, die jetzt hier rausgeht. So, und dann wollen wir auch noch hören, wie es Franziska Preuß ergangen ist heute. Ich gehe mal davon aus, besser als am Donnerstag. Ja, Franziska, auch für Sie war es das erste Einzelrennen bei einer Weltmeisterschaft. Das Stehenschießen hat nicht hingehauen. Was ist da schiefgegangen? Da war es einfach doch relativ windig. Ja, ich habe mich ein bisschen davor durcheinander bringen lassen. Und ja, dann sind die 3 Fehler passiert. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein natürlich schon sehr, weil... Ja, wenn man sieht, oder wenn ich merke, wie es läuferisch eigentlich halt voll gut gegangen wäre und dann schieße ich mich stehen wieder raus, das ist natürlich scheiße. Was heißt denn durcheinander bringen lassen?
ja, irgendwie mit dem Schnee, ich habe es dann nicht geschafft, mich aufs Wesentliche irgendwie zu konzentrieren. Und dann hat der ganze Körper gewackelt und ja, ist dann habe ich gleich mit zwei Fehlern angefangen. Das ist immer eher sehr bescheiden. Wenn man Ihren Rückstand jetzt anguckt, Sie sind auf Rang 14 im Moment, 1,19 und wir ziehen da mal die drei Strafrunden von ab, dann landen wir ganz oben. Machen Sie solche Rechnungen manchmal auch auf? Ja, so ist Biathlon, da gehört einfach Schießen auch dazu. Und die Französin hat es einfach halt besser hingekriegt. Echt Respekt und ja, Glückwunsch an sie. Ja. Aber da ist ja noch was drin morgen, oder nicht? Ja, für einen Verfolger ist absolut eine gute Ausgangssituation. Und ich freue mich jetzt drauf, wenn man merkt, der Anschluss nach vorne ist wieder da. Ja, es war schon halt vom Gefühl her eine Steigerung um 100% im läuferischen Vergleich zur Mixstaffel. Und das freut mich jetzt schon, dass ich merke, dass es läuferisch doch noch geht. Na klar, und vielleicht sogar morgen noch ein bisschen besser. Alles Gute dafür, vielen Dank. Danke. Klar. Also insgesamt keine Medaille für das deutsche Biathlon-Team am heutigen Tag. Ein schwarzer Tag für Simon Schemp, für Arndt Peiffer. Die deutschen Damen mit einem guten Mannschaftsergebnis. Ohne Medaille zwar, aber der vierte Rang. Für Laura Dahlmeier lässt doch alle Chancen offen für die Verfolgung morgen. Franziska Hildebrand dazu auf 10. Franziska Preuß noch auf Platz 14. Weltmeisterin zum ersten Mal Einzelmedaille für die Französin Marie-Dorin Aberg. Gratulation auch nach Polen. Veronika Nowakowska-Simniak mit Silber und Valentina Semerenko aus der Ukraine auf Rang 3. Jetzt durchatmen. Biathlon im ZDF präsentiert von Erdinger, alkoholfrei. Ja, herzlichen Glückwunsch, Marie-Dorin Aberg, die neue Weltmeisterin. Die Frage ist, wie Sie das hingekriegt haben, im September Mama geworden und ein paar Monate später stehen Sie hier als Weltmeisterin. Congratulations for the gold medal. How did you make this? You became a mama in the last September and now a few months later you are standing here on top of the world. Yeah, it's incredible for me too, and I didn't expect it was possible, and yeah, it's incredible. Sie sagt, sie kann das selbst gar nicht verstehen, unglaublich ist das, und sie hat selbst auch gar nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt denkbar wäre. What made the difference in your opinion today? It was quite difficult conditions. Was hat für Sie heute den Unterschied gemacht? Es war ja sehr, sehr schwierig. Yeah, it was very hard condition today, and on the ski because of the snow. And on the shooting because of the wind, and so, but it's nice for me, it's mild for me, and I'm happy to have hard condition because if not, I don't have a gold medal today, and so it's nice. Also, ich glaube, dass sogar diese schwierigen Bedingungen überhaupt die Grundlage dafür waren, dass sie Gold gewinnen konnte. Sagt sie, natürlich war es sehr, sehr schwierig durch den Schneefall und auch den Wind am Schießstand, aber genau das war die Voraussetzung, sagt sie jeweils, dass sie diesen Titel gewinnen konnte. Denn congratulations again and good luck. Maybe you win the next one tomorrow. Vielleicht gibt es morgen noch einen. Yeah, I don't care for tomorrow. Morgen ist ihr völlig egal. Ich glaube, das kann man gut verstehen. Das können wir sehr gut verstehen, Nils. Also den Glückwünschen an Marie-Dorin Aberg schließen wir uns natürlich gerne an. Sven, sie hat gesagt, sie kann selbst nicht so genau erklären, nachdem sie am vergangenen September Mutter geworden ist, die ersten 8 Saisonrennen sozusagen verpasst hat, dann erst eingestiegen ist in Oberhof. Hast du eine Erklärung? Also es liegt natürlich auch in der Grundlage oder auch eine wichtige Basis ist die jahrelange Grundlage von ihr, also dass sie im Sport doch einiges schon erreicht hat. Und es ist nicht so, dass sie ganz neu jetzt gekommen ist, sondern durch diese kurze Pause und hat natürlich am Anfang der Saison sie nicht so gleich geschafft, wieder reinzukommen. Aber das macht ja gar nichts, weil dadurch, dass die Weltmeisterschaft jetzt so spät ist in der Saison, war es natürlich für sie gut. Und sie hat sich dann nach und nach reingelaufen und deshalb war es auch nicht überraschend. Und nicht umsonst hatten wir sie vorher im Favoritenclip, weil wir gemerkt haben, wir haben gemerkt, dass sie halt immer besser in Schwung kommt. Und natürlich, die Favoriten waren ganz klar Kaiser Meckerein und Daya Domracheva, die heute es auch nicht schaffen konnten. Das sieht auch die Wetterverhältnisse nicht an. Genau, die haben beide jeweils 5-mal daneben geschossen, Kaiser und Daya. Und wir wollen mal ganz schnell runtergeben zu Nils Kaben, der deutsche Gerald Hönig. Ja, und den fragen wir nach einem Fazit. Laura Dahlmeier als 4. und Franziska Hildebrand als 10. sind sehr, sehr gut durchgekommen. Wie fällt die Bilanz aus nach diesem ersten Einzelrennen dieser Weltmeisterschaft? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass wir heute extrem schwere Bedingungen hatten.
sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Der Wind, dann der starke Schneefall. Und das war schon schwer unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, wir haben uns mannschaftlich mit den Bedingungen sehr gut auseinandergesetzt und dementsprechend auch ein gutes Resultat mannschaftlich erzielt. Auch der 14. Platz von der Franziska Preuß, den beziehe ich damit ein. Man muss Kompliment machen, wenn hier bei solchen Bedingungen jemand mit 0 oder 1er durchkommt. Das ist uns nicht ganz gelungen. Dementsprechend auch der eine Fehler zu viel, der die Medaille bei der Laura möglich gemacht hätte. Aber was ich heute auch gesehen habe, waren extrem gute Laufleistungen. Vielleicht die besten, die wir im ganzen Saisonverlauf hatten. Vor allen Dingen von der Laura. Da gilt den Technikern erstmal ein großes Kompliment und ein riesen Dankeschön. Denn ohne Supermaterial geht das nicht. Und ich glaube aber auch, dass es vor allen Dingen für die Laura und für die Franzi Hildebrand doch heute der Fall war, dass sie durch den nicht gelaufenen Mixed-Wettkampf ein paar Körner heute mehr hatten. Und das hat sich heute, denke ich mal, ausgezahlt. Und wir gehen mit einer guten Ausgangsposition morgen in den Verfolger. Das heißt, die Diskussion über die Aufstellung der Mixstaffel reicht bis heute hin, klar. Noch eine Frage, Vanessa Hinz war sehr enttäuscht, hat drei Fehler stehend geschossen. Hätte sie es besser machen können? Sie selbst war gar nicht sicher. Oder war sie einfach auch ein Opfer dieser böigen Bedingungen heute? Ich habe die Vanessa noch nicht gesprochen. Also die Vanessa hat ja zeitgleich geschossen mit der Laura und auch die Laura hat zwei Fehler dort geschossen. Also es waren in der Phase schon komplizierte Bedingungen. Und wenn man heute gesehen hat, wie viele auch Top-Athletinnen und auch die Weltbesten wie Domracheva oder Meckerein diesen Bedingungen zum Opfer gefallen sind, dann würde ich der Vanessa, die noch gar nicht so erfahren ist und so lange Biathlon macht, dort keinen Vorwurf machen, dass sie natürlich mit der Platzierung unzufrieden ist, weil sie dies ja schon deutlich bessere Sprints abgeliefert hat. Das ist klar, sie darf sich dort auch mal kurz ärgern, aber sie sollte sich dann auch schütteln und sollte nicht zu lange dann so kritisch damit umgehen, sondern wieder nach vorne schauen und positiv denken. Hat die deutsche Mannschaft eine Medaillenchance morgen im Verfolger nach diesem Sprint? Eindeutig ja. Wer? Die Laura hat eine eindeutige Chance mit ihren Schießergebnissen. Ich hoffe, dass faire Bedingungen sind, die Laufform passt und selbst die Franziska Hildebrand, denke ich mal, ist in Schlagdistanz, sodass wir aus eigener Kraft morgen dort was tun können. Dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wir sind live dabei. Vielen Dank, Gerald Hönig. Dankeschön. Ja, Sven, wir haben jetzt viel über die Bedingungen gesprochen. War es denn so ein bisschen eine Lotterie heute? Also es war definitiv nicht für alle gleich. Also kann man sagen, es war doch eine kleine Lotterie auf alle Fälle. Aber es ist so, dass man sich immer schwer tut, auch von Seiten der IBU zu sagen, wir brechen das jetzt ab. Es ist klar, eine Weltmeisterschaft, man möchte faire Bedingungen für alle schaffen. Und hier und da war ich der Meinung, die Böen waren doch zu stark. Aber dennoch, es ist so, dass sich Spezialisten bei so einem Wetter durchsetzen. Und deshalb ist auch Marie-Dorin-Aubert verdiente Weltmeisterin geworden. Aber man muss auch sehen, dass das ganze Jahr und das ganze Jahresverlauf ja auch andere Bedingungen sind, bei denen man trainiert, bei denen man auch Wettkämpfe hat. Und deshalb ist das schon sehr speziell, was heute war. Was ich mich gefragt habe bei diesen stehenden Anschlägen, wo dann die Athletinnen gewartet haben, eine Windböe abgewartet haben, schieße ich oder schieße ich nicht, das haben wir ja mehrfach heute gesehen. Kann man das in irgendeiner Form trainieren? Man trainiert das, man versucht natürlich auch auf solche Bedingungen einzugehen. Man wusste, okay, Kontiolahti, da ist viel Wind. Wir wissen, dass das passieren kann. Man hat sich auch darauf vorbereitet. Aber es steht ja auch eine gesamte Saison an und auch ein Programm, was man abspulen muss oder abtrainieren muss. Und da ist halt das Normalprogramm nicht, dass man halt, okay, jetzt trainieren wir mal eine Minute lang stehen schießen. Das trainiert man nicht. Aber könnte man das permanent machen, einfach? Das trainiert man nicht permanent, das geht nicht. Also es ist so, dass man auch die normalen Bedingungen ja auch als Grundlage legt und dann für solche Extreme mit dazu trainiert. Deshalb ist es eben schade, dass gerade so eine Weltmeisterschaft dann solchen Wetterkapriolen zum Opfer fällt. Aber es irgendwie, wahrscheinlich gehört das mit dazu. Und wie gesagt, als Sportler muss man es nehmen bis zum Abbruch, muss sagen, okay, dann ist es so. Okay, bevor wir gleich nochmal ein Wort zu Laura Dahlmeier sagen, haben wir eine Frage von Ihnen bekommen, liebe Zuschauer, über Twitter. Der Schnee weht mir in die Augen. Ich gucke mal, ob ich das lesen kann. Könnte bei zu starkem Wind ein Rennen auch abgebrochen werden, fragt Christian Kiesel. Die Frage gebe ich natürlich gleich an Sven Fischer weiter. Es kann abgebrochen werden und es wurde auch schon abgebrochen aufgrund vom Wind, von starken Windböen. Aber das ist immer so eine Entscheidung, wo die Jury dann zusammensetzen muss und dann die IBU entscheidet, okay, das Rennen jetzt gecancelt, denn man tut sich schwer. Leichter ist es dann zu sagen, okay, man sieht nichts mehr aufgrund des Nebels oder zu starken Schneefalls. Dann ist es natürlich leichter zu sagen, okay, hier ist kein sicheres Schießen mehr möglich. Oder aufgrund des Sturmes, dass man sagt, okay, im Wald fallen dann die Bäume um und die Sicherheit ist gefährdet. Drückt mich meine Erinnerung oder warst du nicht sogar schon mal dabei bei so einem Rennen, was abgebrochen ja, wurde? Ja, war ich schon mal dabei. Ja. Lass uns über, wann war das? Ja, das war auch eine Weltmeisterschaft. Es ging in Oslo darum, wir lagen in Führung als Staffel und dann wurde leider abgebrochen. Aber war auch okay so. Dann lass uns noch mal kurz über Laura Dahlmeier sprechen. Platz 4, sehr erfreuliches Ergebnis. Die schnellste Zeit auf der Strecke. Ist das dann umso trauriger, wenn man das sieht und dann bedenkt, drei Fehler, einer weniger?
Gut, die Laura ist mit die beste Schützin im Feld. Das unterstreicht nochmal. 91% Trefferquote. Bewusst auch, dass sie halt vom Trainingsaufbau oder auch heute im Laufniveau halt mitbestimmt hat. Und es ist leider so, mit diesen zwei Fehlern zum Schluss, die natürlich auch mit den Bedingungen geschuldet sind, zeigt diese starke Schützin eben, dass es nicht so einfach ist zu treffen. Und klar, man hätte Wenn und aber ich denke, es gibt ja auf alle Fälle Selbstvertrauen und so eine Weltmeisterschaft muss man auch erstmal bestehen. Und dann kann man schon stolz sein, dass man in die Top 10 kommt und auch hier Platz 4 erreicht. Und vor allen Dingen dann für morgen, 29 Sekunden hat sie Rückstand auf Marie Dorin. Aber es wird viermal geschossen in der Verfolgung. Also da dürfen wir und auch sie selbst wahrscheinlich einiges erwarten. Das tut sie ja auch. Also es ist so, dass man eine Laufform auf alle Fälle ein, zwei Tage halten kann, wenn man nicht jetzt schlagartig krank wird. Und das gibt ihr Selbstvertrauen. Aber die Schießform, da ist, was heute fehlerfrei war, wie bei der Veronika, die Polin, da ist noch nicht sicher, dass sie auch morgen dann fehlerfrei schießen wird. Gut, das war's von dem zweiten Tag bei diesen Weltmeisterschaften zunächst einmal.